Hallo Leute und willkommen zurück bei Lords of the Fallen. In der letzten Folge weiß ich nicht mehr, was wir gemacht haben. Ist schon eine Weile her. Aber in der Wacht hat sich ein bisschen was getan. Man hat jetzt eine Versorgungstruhe. Man kann also Gegenstände ablegen. Das war, glaube ich, in den letzten Folgen noch nicht da. Oder sie ist mir nicht aufgefallen. Das kann auch sein. Nichtsdestotrotz, wir haben noch ein kleines Seitengebiet offen. Ich war heute schon dort und habe mir mindestens mal den Punkt geholt. So, wir sind jetzt hier bei Dieter und wir haben ein paar krasse Lecks und dann legen wir auch schon los. Es kann nichts Dämlicheres geben, als Hunde gepaart mit einem Schützen. Wirklich. Außer es kommt noch einer von denen da. Komm, gib Ruhe. So, von da sind wir sogar rausgekommen. Oh, danke. Was hast du denn da? Rio-Steine. Da oben wird es jetzt ganz fies. Muss ich wohl zuerst drauf. Wenn es etwas gibt, das ich loswerden will, dann garantiert du. So, wo ist der dicke Bubi? Der will noch nicht so wirklich. Ja, die kannst du ruhig buffen. Die sind mir völlig egal. Komm, ich habe was für dich. Da lebt er noch. Wenn man hier in Umbral geht, kann man sogar da unten dann eine Quintessenz einsammeln. Ich habe sie schon. Also brauche ich nicht mehr in Umbral gehen. Was haben wir denn da? Den Amboss-Hammer. Naja, vielleicht sollte ich doch in Umbral gehen. Na, nimm das doch. Oh, ein Kraftschädel. Feel like this path only leads me, leads all of us further from Aureus's life. Da sieht man's auch noch mal gut. I am a soul of greater significance than the world entire, and all other souls upon it. No. For one whose family name bears the shame it does, Isaac, you exhibit an unfortunate tendency toward recalcitrance. I would be discontented if the hubris to which your brother succumbed was confirmed a familial sin. Look to the damnatory skin you carry, Paladin, for that is your true burden, not the umbral lamp. Okay, Doki. Ich hab's nicht gelesen. Oh, da ist schon wieder so ein Zapfen. Oh, da war so ein Zapfen. Komm! Ich kann mich von denen da jetzt nicht so vorführen lassen. So, weg. Das sind die nächsten. Oh ne, nicht so einer. Der wucht auf da hinten. Seht euch das an, der hat Eier gekriegt.
Aua! Danke, ich will nicht allzu viel kuscheln mit dir. Du kannst ganz schön gefährlich werden. Vor allem für Nahkämpfer. Nein. Bleibst du da? Hallo? Das hätte doch gerade ganz anders ausgehen können. Zerschlagungsheilung. Wie viele Hunde sind denn hier noch? Oh, 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 oh. Geht er mal aus dem Umbral raus, um gleich wieder ins Umbral zu gehen. Okay. Warum nicht? Deine Anwesenheit erklärt auch die vielen Hunde hier. Verbessere Strahlenstoßpergament. Ich glaube, ich habe noch nicht mal das normale Strahlenstoßpergament. Falls ich das überhaupt irgendwo finden kann. Und dich werden wir jetzt da ganz dezent ebenfalls runterschießen. Kriege ich das so? Nö, natürlich nicht, ne? Munitionsumhängetasche immer gern, weil ich hab. Oha. Oha. Ich weiß, das gefällt dir nicht. Mir gefällt aber auch nicht, dass ihr jetzt zweit da unten seid. So. Nein! So, wo ist der Totenhenne? Da ist er. Au. Vergiss es. Dass die Typen so wendig sind mit dem Ausweichen. So, bevor ihr da wieder auf blöde Ideen kommt. Was haben wir denn da? Oh! Umbrallage von Lorsch.
Oh, jetzt ist aber gut hier. Verbesserte Klumpenhammer. Puh. Geht ja ganz schön zu hier. Hätte ich eigentlich so nicht gedacht. Da ist Leiter. Ich könnte in der Zwischenzeit aber auch wieder den Muskelring anlegen. Mache ich ein bisschen mehr Aua. Das sieht nach Turm aus. Ja, ich wollte eigentlich nur schauen, ob ich da aufmachen kann. Dagegen springen wollte ich nicht. Da sieht es nach tot aus. Da sind wir wieder zu Hause. Nur wo? Ah! Ich glaube, ich weiß schon wo. Ach komm, nicht du noch. Nein, 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 ich will dich nicht. Oh, der war aber schnell weg. So, jetzt ist die Frage, kann ich da irgendwo raus? Unbedingt eingesperrt will ich hier auch nicht sein. Ja, das Beinglatt hättest du dir behalten können, brauche ich nicht unbedingt. Da geht's auf jeden Fall rein. Da ist eine Leiter und da geht's hin nach der Treppe zurück. Lange Leiter. Ein Item. Und hier kann ich anscheinend einen Shortcut freischalten. Mit einer ebenso langen Leiter. Ah, okay. Die Kiste kommt mir bekannt vor. Da sind wir wieder da, wo es begonnen hat, nach Peter. Das ist jetzt aber ein ziemlich kurzes Gebiet gewesen. Da ein Überrest war, hätte ich zumindest einen Boss erwartet. Oder war da einer und ich habe ihn nur übersehen. Das kann auch sein, ist mir auch schon passiert. Mit der Umbralwelt, das passiert ja ganz leicht mal, dass du da irgendwie die Übersicht verlierst. Ich habe auch fast alle Quintessenzen nachträglich gefunden. Drei Filme noch auf die nächste. Und das dürfte dann eigentlich die letzte sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Habe ich 17 von 20 gefunden.
Schauen wir mal. Ob ich da irgendwo einen Seitengang oder so übersehen haben könnte. Ah, da geht's sogar rauf. So kriege ich das Seite Macht da. Ja, Munitionstasche hat sich ausgezahlt. War ein ziemliches Durcheinander mit den ganzen Typen hier. Ei, jetzt hat sie mich erwischt. Eine Mimik. Und somit wären wir wieder in der Prallwelt. Hurra! Oh, da sieht es nach weiterführend aus. Und da sieht es nach Boss Arena aus. Ob das mit dem was wird? Naja. Wir sind gewappnet. Na, wusste ich doch, dass mich irgendwas erwarten wird. Was machst denn du da? Das ist auch unschön, was du da machst. Hoppala. Das mag er nicht, hat er gerade gesagt. Und ich mag das da nicht. Aua. Ei, ei, ei. Der hält sich? Aua! Oh, das ist schnell. Bisschen Gift würde mit dir mal nicht schaden. Ja, da wo du hinhaust, ist kein Leo nicht. Ah, jetzt hast du Gift. Aua! Oh, Pirouette.
Ja, das war's. Umbral gegerbte, abgezogene Haut, Umbralreste und sogar eine Munitionstasche. Na, das lobe ich mir. Das war ein Paladin. Fand ich jetzt gar nicht mal schlecht. Bisschen mehr Heilung hätte nicht geschadet. Hatte ich das vorher gar nicht mitgenommen? Hungerknoten. Ah nee, das war ja da unten. So, aus dem Umbral kann ich hier jetzt nirgendwo raus. Aber noch ist es, glaube ich, nicht kritisch. Noch sollte Zeit sein. Ja, dann gehen wir mal zurück in die Wacht. Aufleveln wäre sowieso nicht schlecht. Sag immer Wacht, das ist die Rast. Aber ein bisschen weiter Weg. Kommt mir vor. Ich würde noch einen von diesen ganz großen Delarium-Splittern brauchen, damit ich die Waffe, meine Armbrust, auf 10 aufwerten kann. Das wäre mir ein Volksfest. Und jetzt gehe ich aus dem Umbral endlich mal raus. Ja, sicher, das ist die Arena von Peter. Oh, was tust du denn hier? You, with all the assistance I've given you so far, it's time you return the favor and do something for me. I was minding my own business up above when I was attacked by some barbarian with a hammer, more animal than man. He fled when he saw he was no match for me, but only now do I realize I must have dropped my book of lineage during the fight. I won't have proof of my birthright lying disrespected in the dirt somewhere. Find it. And bring it back to me. Ich glaube, den habe ich schon kaputt gemacht. Das war der Typ, der mich so vermöbelt hat. Aber der hatte kein Buch dabei. Das soll wohl ein weiterführender Hinweis sein, wie es weitergeht. So, wo steckt man das rein? In Agilität? Kann ich es aufwerten auf 10? Habe ich das, was ich brauche? Nee, habe ich nicht. Es ist noch ein bisschen Zeit. Schauen wir dort kurz mal hin. Vielleicht liegt es jetzt da oder keine Ahnung. Wo war denn das? War das Bezirk oder Kalrad? Kalrad gewesen sein. Jo, war es auch. Das war vorher nicht. Was ist da jetzt los?
Dass ich da jetzt von der anderen Seite kommen, oder wie? Ach komm! Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal laufen, den ich eigentlich gerade gekommen wäre. Nee. Oder vielleicht will der irgendwas? Nö, der will nichts reden. Du? Nö. Falsche Richtung, da geht's lang. Ja, komm. Komm, mein Junge, komm. Ist hier irgendwas vielleicht anders auch? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber wer weiß. Sind immer noch die gleichen Typen hier. Aber warum ist das jetzt plötzlich verschlossen? Endgame? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, da ist der Typ. Der mal ein Boss war auch. Die kurze Feuerstelle wieder. Ach, komm! Ich hasse diese dämlichen Feuertypen. So. Ich werde mir jetzt hier in Setzung setzen. Nur damit ich den ganzen Kack hier resetten kann. Oh, da liegt was. Tierzähle. Das ist aber nichts anderes hier. Was war das? Du warst das. So, du bist da oben.
So, und was sollte das jetzt? Kannst du mir das erklären? You be on your way, Lambearer. Until the day I can... This is where I belong. Aha. Sagst nicht mehr als sonst immer. Oh, schließ das Tor auf. Oh, der Totenkopf lässt nichts Gutes erahnen. Sehr einladend. Gut, aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich denke mal, für diese Folge haben wir genug gesehen. Und ob wir das Buch finden und die Geburtsdingens von dem Typen da, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.